Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Two Point Campus. Wir hatten beim letzten Mal immense Probleme, die Noten hochzubekommen. Ich wusste nicht, ob es ein Bug ist oder ob es einfach so lange dauert, bis wir die Noten hochbekommen. Deswegen habe ich einmal jetzt ohne Aufnahme ein Studienjahr gemacht und habe immens weitergebildet, unsere Mitarbeiter. Ich habe noch ein bisschen Flensking gemacht draußen, nicht viel, nur ein kleines bisschen. Und ich habe auch noch mal ein bisschen geforscht. Das heißt, wir können auch mal unsere Kliniken aufleveln. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann plötzlich tatsächlich Note A. Das heißt, es ist kein Bug. Aber das macht mir immens Sorgen, denn wenn ich jetzt sehe, für die drei Sterne brauchen wir 20 Studenten mit Note A+. Oh, ich glaube, das wird sehr, sehr lange dauern, bis wir das geschafft haben. So, wie gesagt, ich würde gerne nochmal die Kliniken aufleveln. Die können wir nämlich jetzt. Muss nur mal eben gucken, wo ist denn eine Klinik? Wo hatten wir eine Klinik, ne? Ja. Genau. Was kostet das? 30.000. Oh. Okay, aber nützt nichts. Und wir hatten, glaube ich, hier noch eine Klinik, oder? Ja, hier genau. Die leveln wir natürlich auf. Ansonsten, glaube ich, alles andere haben wir soweit erforscht. Und ich hab richtig viel erforscht. Okay, so, ich würde sagen, das Geheimnis liegt in der Weiterbildung. Deswegen würde ich auf jeden Fall gleich nochmal zwei Weiterbildungszentren bauen. Wir haben bisher zwei, das ist mir zu wenig. Und das heißt, ich werde hier nochmal ein paar Weiterbildungszimmer machen. Genau, hier. So, und daneben machen wir auch noch eins. Wir werden so immens weiterbilden, das gibt's gar nicht. So, du kommst einmal hier hin. So, dann müssen wir mal eben... Nein, ich will dich. Du kommst einmal weg. Du kommst hier ran. Und ich glaube, auf die andere Seite muss auch noch eins, ne? Oh shit, hier ist zu warm, ne? Warte mal. Ich kann hier gerade nicht... Na, müssen wir gleich machen. So, was brauchen wir denn hier alles noch Schönes? Okay, Grundvoraussetzungen haben wir. Dann machen wir hier nochmal diesen hier. Dann machen wir... Oh, guck mal, hier kriegt man eine schöne Lampe. Okay, so. Und ich glaube auch das Zimmerambiente, das könnte helfen, wenn wir das hochmachen, dass wir dementsprechend auch die Noten besser machen. Keine Ahnung. So, ihr kriegt mal hier einen schönen Teppich in den Eingang. Ah, sieht doch gleich viel gemütlicher aus. Alright, ja, Stufe 4. Wir haben aber nicht wirklich viel Einrichtung, was wir machen können, ne? Komm, wir kriegen nochmal ein zweites. Und ja, ansonsten glaube ich, können wir nur mit Bildern arbeiten. So. Ist nicht mehr als ein Konzept. Eine weitere Lektion, die man... Alright, so, dann machen wir einmal hier, hier, hier und hier. So, dann kriegt ihr auch nochmal eine Informationstafel. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich... Oh, warte mal. Ein Snacktisch? Bei der Weiterbildung? Teetisch. Wo ist der Kaffeetisch? Kaffeetisch brauchen wir. Komm, nehmen wir mal. Kudos haben wir nämlich auch mehr als genug. So. Dann machen wir auch nochmal einen Teetisch. Wir können hier auch mal ein bisschen von der Weiterbildung sich ausruhen, beziehungsweise pausieren und sich ein bisschen erfrischen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Alright, was ist das denn hier? Poster DJ, nee. Ja gut, Poster haben wir, glaube ich, genug. Stufe 7. Ja, ich glaube, das ist erstmal in Ordnung. So, ich muss noch mal eben gucken wegen der Hitze. Wie sieht es hier aus? Ja, genau, hier ist nämlich ein bisschen zu kalt. Zu warm. So müsste das, ja. Warte mal, was ist, wenn wir das hier machen? Nee. Lieber hier. Ich glaube, das müsste so gehen, ne? Ich glaube, das müsste so gehen. So. Und das Ganze kopieren wir uns einmal.
Und machen das gleiche hier nochmal. Aber dann machen wir natürlich hier. So. So, dann muss ich gucken, was muss ich verkaufen. Du kommst einmal weg. Was ist hier noch? Ah, ja, ja, ja. So, ich habe auf beiden Seiten. Ja, das müsste reichen. Alright. So, dann gucken wir gleich mal Weiterbildung. Wie gesagt, ich habe hier einige Leutchen, die noch weitergebildet werden. Und da, ich glaube, das reicht auch erstmal, aber wir werden natürlich noch später das Ganze ausbauen hier. Und ich hoffe, dass das wirklich hilft, damit wir die Noten hochbekommen. Ich hoffe es sehr. So, und was ich auch nochmal machen möchte, ist mehr Bibliotheken und mehr Nachhilfezimmer. Denn ich glaube, auch diese sind maßgeblich dafür entscheidend, wie gut die Noten werden. Das heißt, wir brauchen aber jetzt nochmal, ja, so wie es aussieht, ein neues Gelände. Aber das können wir uns ja locker leisten. Wir haben 1,4 Millionen. Alright. So, ich mache mir eben auf schnellen Vorlauf, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Alright, die hatten wir, glaube ich, auch voll. Ja, die hatten wir auch komplett ausgebaut. Von daher. Okay, warte mal, wir können doch mal gucken. Was können wir denn hier noch? Finanzjonglage. Ah, dafür haben wir 5 zu wenig. Das heißt, wir machen nochmal hier ein Upgrade. Bestätigen das Ganze, aber das Folgejahr werde ich noch nicht starten. Das machen wir gleich. Wenn ich noch die neuen Sachen gebaut habe. Ist es fertig? Ja, das sieht so aus, ne? Okay, das heißt, jetzt müssen wir gucken. Campusgebäude, das geht bis hier. Okay, lasse ich noch mal ein bisschen. Ja, ein bisschen Platz lasse ich noch hier vorne. Ja, ja, ja. Ich glaube, ein bisschen Platz. Achso, was ich auch noch gesehen habe, fällt mir gerade ein. Warte mal. Ich habe hier noch was gesehen und zwar Buchclub Bücherregal. Buchclub Objekt für Clubmitglieder Stufe 7 bis 10. Wir haben nämlich bisher nur bis Stufe 6. Und das heißt, das ist natürlich auch zu wenig. Oh shit, ist das groß. Oh shit, ist das groß. Warte mal. Kriege ich das hier noch irgendwie unter? Nein. Verdammt. So, dann müssen wir das einmal hier hin machen. Du gehst auch mal hier hin. Ups. So, wo ist es jetzt? Wo ist das Teil jetzt? Da. Ja, jetzt passt es. Genau, Stufe 7 bis 10. Wir hatten bisher nämlich nur 1 bis 3 und 4 bis 6. Was man nicht alles achten muss, ne? So, weiter im Text. Wir machen jetzt hier einmal eine große Bibliothek. Eine große Bibliothek. Ihr habt mir übrigens ganz viele Tipps gegeben. Vielen Dank dafür. Unter anderem nämlich auch, dass ich ruhig mal die Bibliothek ein bisschen größer bauen soll. Weil sich das lohnen wird und das mache ich natürlich auch. Die machen wir mal richtig schön groß. Alright, so. Dann brauchen wir davon. Davon machen wir mal gleich mehrere. Kann ich da noch eins? Hallo? Ne, kann ich nur eins machen, okay. So, und dann machen wir natürlich auch noch gleich ein paar mehr Regale. Allgemeinwissen. Auf jeden Fall. Finanzjonglage, auch ganz wichtig. Rittersport brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Akademisches Training, ja. Robotik haben wir nicht. Narrenwirtschaft haben wir nicht. Gastronomie haben wir nicht. Internetgeschichte haben wir noch, ne? Alright, so. Gut, dann haben wir das schon mal. Ist hier noch irgendwas Neues, was wir freischalten können? Was vielleicht noch mal ein bisschen was bringt? Was ist das hier? Bietet Zugang zu neuen Höhen des Wissens. Okay, das brauche ich. Das brauche ich. Alright. So, dann haben wir Ehrenvitrine.
überschüttet wurde. Wobei ist es nur für Attraktivität, ne? Sehe ich mich nur noch im Dunkeln. Temperatur erhöhen? Nee, Kamin, nee, um Gottes Willen. Forschologie. Virtuelle Normalität. Ah ja, eigentlich brauchen wir das nicht, ne? Alright, so, wir machen erstmal hier die ganzen Kabinen. So, dann machen wir mal hier. Warte mal, ich überlege gerade, wie ich die am besten mache. Am besten, wenn die Schüler hier reinkommen, denn die Studenten, dann können die hier gleich schon mal sich, hinsetzen. Alright, das heißt, wir machen einmal hier. Beziehungsweise, warte mal, habe ich hier auch so eine, ja genau, wir machen mal hier so ein bisschen, damit die ein bisschen mehr Privatsphäre haben, machen wir hier mal so ein paar Trennwände. Nee, halt, ein weiter, der hat aber auch komisches Raster, ne? So. Und dann hier nochmal. Was ist das so? Nee. Ah. So passt das, ne? Ja, nice. Alright. So, ist der schon? Den können wir noch ein bisschen näher ranbringen. Dann machen wir hier gleich die nächsten. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Ist das auf einer Höhe? Glaube ja, ne? So, und... Es ist nicht... Warte. Alright. Ja, nice, das gefällt mir. So, dann machen wir hier noch eine Computerkabine. Oh, shit, nee, warte mal, die... Ah! Die müssen hier dran, ne? Wie sieht's aus? Ja, ein Stück könnten die noch. Na, Alter. Ist natürlich schwer einzuschätzen. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen von oben gucken. Alright, so. Vor allen Dingen, die versetzen sich ja immer noch ein bisschen nach unten, ne? So. Ich lege Wert darauf, jeden Tag. Ja, so ist schon besser. Eigentlich könnte es immer noch ein bisschen näher, aber komm, egal. So, dann machen wir die hier, die Lehrbuchkabine. Alright. So, wo war Trennwand? Trennwand. Ungekühlt in der Küche stand. Hatte ich Angst? Klar, ich hatte ja die Regeln gebrochen. Aber ich habe vom... Alright, so, dann... Ein paar können wir noch. Ja. Allein war es wert. Helmvitrine. So, warte mal. Ich mach mal erstmal hier nochmal ein paar Kabinen. So. Sehr schön. Und wieder Trennwand. Was ist das so? Hä? Wieso? Brauchst du mehr Abstand? Okay, er will er nicht. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr Abstand halten. Okay, so geht's. Alright. So, und eine Reihe würde ich hier noch machen. Das heißt, noch einmal du und du. Ja, finde ich eigentlich ganz okay so. Häufige Fragen. Ja, gut. Was machen wir noch? Regale haben wir. Wir nehmen mal hier so eine Helmvitrine. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das wirklich hilft, aber irgendwie müssen wir auch ein bisschen den Raum füllen, ne? Robotervitrine.
Ich meine, schick sind die schon, ne? Schick sind die schon. So, dann machen wir natürlich hier so eine Tafel. Dann brauchen wir natürlich auch Klimageräte. So, so. Ich fürchte, wir brauchen wahrscheinlich gleich hier in der Mitte eins. Muss gleich mal gucken. So. Blümchen, wir brauchen jede Menge Blümchen. So. Warte mal, die können hier das Ganze ein bisschen verschönern. Das Personal wird gemacht, ja. Inspirierend zu sein. Gut, das haben wir alles. Noch etwas anderes Schönes, was wir freischalten können. Was ist das? Ehrenvitrine. Kostet 5.000. Ja, können wir uns leisten. Können wir uns leisten. Guck mal, die ganzen schönen, schicken Pokale. Oh, ich finde die schick. Ich finde die schick. So, Kamin machen wir natürlich nicht. Ansonsten haben wir, glaube ich, nur noch Teppich und Poster, ne? Ja. Naja, sonst haben wir nur noch Teppich und Poster. Alright. So, dann machen wir hier mal ein bisschen was an Deko. Wo? Dies ist eine Testdurchsage. Wiederhole, eine Testdurchsage. Alright. So, Stufe 11. So, und dann kriegen wir nochmal hier ein bisschen... Damit das ein bisschen wohnlicher aussieht, machen wir natürlich noch mal ein paar Teppiche. Haben wir noch schickere Teppiche? Aber sie können auch für Verwirrung sorgen. Wenn euch das nächste Mal jemand in Verlegenheit bringt, geometrische Leinwand. Hört sich auch interessant an. Was meinst du? Okay, da hätte ich aber gedacht, die ist größer. Da hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, die ist größer. Habe ich noch irgendwo einen Teppich? Lila Teppich, ich weiß nicht. Roter Teppich. Sonne mit Leinwand. Ja, die nehmen wir auch nochmal. Ja, und dann wie gesagt ein paar Teppiche. Machen wir mal hier. Ja, so wird das doch. So wird das doch. Alright, so sonst, ich glaube, aber falls wir noch Wünsche wieder bekommen von den Studenten, können wir auf jeden Fall hier noch was hinstellen. Wir haben noch Platz. Komm, wir machen das hier nochmal. Alright. So, ab dafür. Jetzt müssen wir natürlich wieder gucken wegen den Temperaturen. Wärmzimmer ist okay. Wir müssen nur noch ein bisschen für draußen hier sorgen, natürlich. Einmal hier. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Verlängerung für was? Alright. So, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Genau, wir müssen nämlich noch die Weiterbildungszentren. Ja, habe ich ganz vergessen. Die wir hier gerade gebaut haben, die sollten wir natürlich auch noch upgraden, ne? Macht natürlich Sinn. So, Bibliothek haben wir. Und jetzt kriegen wir auch noch ein schönes Nachhilfezimmer. Alright, und auch das machen wir schön groß. Wir nutzen hier einmal den Platz. Alright, so. Dann einmal bitte du hier. Dahin. Dann machen wir hier eins und hier eins. Ja, müssen wir einmal gucken, ob das reicht. So, wir brauchen auf jeden Fall einmal den Nachhilfeschreibtisch. Der kommt natürlich gleich hier vorne hin. So, dann kriegt ihr ein paar schöne Regale.
Was haben wir denn hier noch? Warte mal, ich mache erstmal den Standard. So. Und du? Und. Achso, warte. Wir können natürlich auch gleich wieder draußen hier ein bisschen was machen. Wenn wir schon dabei sind. So. Alright. So, weiter im Text. Was haben wir? Haben wir noch irgendwas, was wir hier freischalten können? Hier, mobiler Fernseher. Der ist natürlich ganz wichtig. Warte mal, den stelle ich mal so, ein bisschen schräg. Alright. Bam, 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 bam. Okay, ansonsten, hier ist ja noch nicht so viel, ne? Ich möchte das gerne noch ein bisschen füllen, aber wir haben hier so gut wie nichts. Kann ich hier noch mehr von machen? Nee. Eigentlich schade, ne? Ich würde hier gerne noch mal... Eigentlich ist der Raum viel zu groß dafür. Eigentlich haben wir den Raum viel zu groß gemacht. Weil wir brauchen definitiv hier nicht so viel Platz. Warte mal, dann machen wir das noch mal anders. Dann machen wir doch mal ein bisschen kleiner hier. Alright. So, du kommst einmal hier hin. Ja, ich habe keine Möglichkeit, den zu füllen. Also, muss der auch nicht so groß sein. So, dann machen wir hier mal einmal. Ja. Warte mal. Ich glaube, hier reicht auch die eine Klimaanlage nicht, ne? Ich mache nochmal eine zweite hier rein. So. Und ansonsten können wir auch wieder nur die Wände vollklatschen. So, bam. Aber selbst da haben wir nicht so viele Poster, ne? So, dann einmal du. Warte mal, wir gucken mal, was haben wir denn hier noch? Dann nehmen wir noch dich. Kudosch haben wir genug. Kudosch haben wir mehr als genug. Oh, warte mal, das sieht ganz nice aus, ne? Ja. Alright, so, Stufe 7. Doch, Stufe 8. Verkaufen. Alright. So, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da wirklich noch einen Dozenten für einstellen muss. Weil wir haben im Moment ziemlich viel Personal. Also ich würde behaupten, das reicht. Müssen wir gleich nochmal gucken. So, du kommst einmal hier hin. Heizung. Klima meine ich natürlich. So, da muss hier noch einer hin. Hier noch einer hin. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir sind bereit für das Folgejahr, ne? Was? Nicht was? Ach, wir brauchen noch ein Schießballfeld. Und noch ein Computer. Oh, ja. Wo? Ich habe das nicht gesehen. Ich habe keinen Platz für ein Schießballfeld. Shit. Warte mal, wie groß muss das denn sein? Ah, ich glaube, das reicht nicht, ne? Ich glaube, das reicht nicht. Schießballfeld. 9 mal 14. Das sind keine 9, ne? Nee. Verdammt! 9 mal 14. Würde ich das hier noch hinbekommen? Das sind 9. Denk dran, zitieren statt plagiieren. Okay, wir machen es hier hin.
Dafür müssen wir einmal die ganzen Dinger hier wegmachen. Die versetzen wir einfach nach hier. Ich möchte das gerne andersrum. So. Kurz ein bisschen umbauen, aber es ist nichts, was wir nicht schaffen. So. Die sehen ja hier auch ganz nice aus. Alright, und du noch. Gut, dann die Bäumchen. Du noch. Alright. Ja, sieht doch eigentlich ganz schick aus. So, dann brauchen wir einmal hier... Okay, es wird auf jeden Fall hier eine ziemlich knappe Kiste. Anzeigetafel. Dann haben wir Taktikbrett. Das machen wir einmal hier. So, wir brauchen auch noch mal ein bisschen Mülleimer. Cheeseball-Maschine. Hatten wir die schon mal? Ah ja, die hatte ich schon mal. Alles klar. Ich war mir gerade nicht sicher. So. Dann einmal hier. Unterstand. Ist auch nützlich. Ne, falls regnet. Und dann machen wir hier natürlich ein bisschen Werbung dran. So, dann nehme ich dich auch nochmal dazu. Dich dazu. Und dich dazu. Da haben wir auch alle freigeschaltet. Alright, so. Stufe 4 ist natürlich nicht viel, aber ich kann sonst hier nichts mehr machen. Wir haben alles. Okay, wir können hier nochmal. Ja. Aber ansonsten. Okay. So, und wir brauchen noch einen Computerraum. Computerraum. Die waren arschteuer, ne? Die waren arschteuer. Was kostet der? 124.000. Holy shit. Aber das passt hier eigentlich ganz gut hin. So, warte. Wobei ich das ein bisschen natürlich ändern würde. Ich würde einmal hier dazu. Und dafür das hier weg. So, dann kommst du dahin. Okay, wir müssen halt ein bisschen umbauen. Alles hier einmal reinversetzen. Die Klima, was haben wir mal? Wir haben, hier brauchen wir eine. Dann kommst du weg. Das heißt, ich würde die mal ein bisschen weiter in der Mitte setzen. Du kommst einmal weg. Du kommst einmal hier hin. Das heißt, nee, ich mach das mal so und... So, und du kommst hier für den hinteren Teil. Alright. So. Du kommst weg. Okay, dann haben wir es, ne? Alright. Brauchten wir hierfür auch einen Dozenten? Ich glaube nicht, ne? Hier brauchen wir aber, wie gesagt, wir gucken uns das erstmal an. Ich glaube, Personal haben wir mehr als genug. Alright, so. Warte. Okay. Ja, komm, wir machen hier nochmal ein. Vorerst. Gut. Dann jetzt aber. Folgejahr starten. Zack. Und dann machen wir natürlich nochmal hier ein bisschen das Übliche wie Bänke. Ja, das stimmt. Hier
Oh, da kommen sie schon angelaufen. Nice. Bam, bam, bam. Hier kriegt ja auch nochmal eine Liebestrompete. Bitteschön. Und dann brauchen wir natürlich auch Wasserspender. Wir beobachten weiter die Lage und erstatten Bericht, sobald Sie sich auf eine Formulierung geeinigt haben. So, bam, bam. Wir machen hier auch nochmal ein paar Pflänzchen. Ich glaube, ich habe allgemein ein bisschen zu wenig Pflanzen gemacht, so in den ganzen Fluren. Immer nur in den Räumen. Alright, so. Telefon, genau. Telefon ist auch wichtig. Habe ich hier noch irgendwo Platz? Da habe ich noch Platz. Und dann machen wir hier hinten noch eins. Sehr schön. Wo waren jetzt die Bänke? Bänke, 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 Bänke. Ja. Gut, dann machen wir auch noch mal ein paar. Warte, wo sind die? Pflanzen? Genau, dann machen wir hier noch mal. Alright. So, Greenscreen 3 freigeschaltet. Alles klar. Ich kümmere mich da gleich drum. Hat er da gerade raufgekloppt mit dem Hammer? Unglaublich. So, Studenten, oh Gott, wir sind bei B+. Bin schon wieder gefallen. So, wir gucken einmal. Und zwar, warum läuft hier keine Weiterbildung? Okay, wir können die noch weiter upgraden. Was wir natürlich machen. So, wie sieht's denn aus mit den Weiterbildungen? Ich kann hier gar nicht im Moment. So, was haben wir denn hier noch an Forschung? Gar nichts mehr, die beiden laufen noch. Also Forschung sind wir so gut wie durch. Forschung sind wir also gut wie durch, das ist natürlich schon mal nice. Wo sind noch Weiterbildungszimmer? So, hier ist noch Weiterbildung, da ist aber auch gerade einer in Arbeit. Erste Hilfe, sehr schön. Ja, so, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir das hinbekommen mit den Noten. Okay, ja, ich würde sagen, wir haben einen guten Start hingelegt für den Weg zu den 3 Sternen, aber ich denke mal, wir werden noch 4 vor uns haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es lange, lange dauern wird, bis wir wirklich hier die Leute auf A+ bekommen. Ah, wir schauen mal. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Vergesst den Daumen nicht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.